Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spelunky. Beim letzten Mal haben wir die Arenen freigeschaltet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Arenen hier im Todeskampf drinnen. Da haben wir irgendwie so, ich bin mir nicht sicher, 2 gegen 4 Spielermaps würde ich mal behaupten, von verschiedenen Orten. Und wo wir die Nachricht bekommen haben, haben wir die Alien-Königin-Level bekommen. Denke ich zumindest. Ich habe keinen Indiz dafür, aber es spricht zumindest dafür. Wir haben immerhin das Alien besiegt und dann kam die Nachricht. Wir haben auch noch bei Spezial den Wurm. Wobei ich glaube, dass das hier unten auch die Raketen vom Schiff sind, die oben an der Decke hängen. Fragt mich nicht so ganz. Und wir haben hier noch ein Fragezeichen. Ich hätte erst vermutet, es wäre der Tempel gewesen, weil wir sind ja noch nicht durch. Aber den Tempel haben wir hier. Also, ich habe keine Ahnung, was die Fragezeichen hier sind. Vielleicht bekommen wir das, wenn wir Olmec oder wie der große goldene Kopf hieß, besiegen. Also, kann ja sein, dass wir dann noch was kriegen. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken, durch was man das bekommt. Ich würde aber sagen, da wir nur ein Spieler sind, ist es vielleicht nicht ganz so spaßig. Und wir machen mal die Tagesaufgabe. Das wollten wir nämlich auch schon im 3. oder 4. Part mal machen. Und wir nehmen aber... Ach, Moment. Bevor wir den Roboter nehmen, wir waren mal im Wurm, ne? Ich glaube, ja, wir haben hier noch unseren Meat Boy-Verschnitt. Den müssen wir auch noch einmal testen. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Die Tagesaufgabe. So, ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, genau wie jede andere Aufgabe auch. Nur, dass man halt quasi nur einmal da reingehen kann. Die ist aber dafür für jeden Spieler gleich. Das heißt, wenn ihr jetzt, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Heute ist Freitag. Wow, das war knapp. Wenn ihr am Freitag spielt und habt quasi die gleiche Map, könnt ihr ja gucken, wer weitergekommen ist. Ich will es lieber gar nicht wissen, so wie ich mich sonst immer anstelle. Okay. Unser heutiger Plan wird übrigens einfach der, wir wollen alles. Oder wir wollen zumindest so viel wie möglich. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach kein Item, was man in diesem Spiel nicht will. Okay. Ich sollte bei den Feinfallen vielleicht auch aufpassen, dass ich möglichst keinen Ladenbesitzer damit treffe. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass da gerade einer steht, aber... Es ist auf der anderen Seite halt immer noch Spelunky und da passiert unverhofft wirklich ziemlich oft. So, läufst du gleich ins Ziel? Ich bin sehr stolz auf dich. So, und wir müssen jetzt, wie es aussieht, Geld zusammenkratzen, weil es gibt wohl keinen Shop in dieser Stage. Was jetzt noch nicht schlimm ist, wir haben ja eh kein Geld, aber... Na, okay, ich glaube, wir haben alles. Kann ich mal die Maus? Ich weiß nicht, ob ihr die Maus jetzt gerade seht, aber... Seht ihr hier oben neben den Seilen dieses... Blatt Papier mit dem Totenkopf drauf. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Wenn das einer von euch weiß, vielleicht heißt es ja Tagesaufgabe, das kann sein. Wäre nett, wenn ihr mir das mitteilen könntet, was das bedeutet. Vielleicht ist das jetzt auch ein Item, was man zufällig bekommt am Anfang. So, ein Herz mehr für unseren hautlosen Typen. Oh, ein Laden. Ja, ob da jetzt was Schönes drin ist, kann ich irgendwie noch nicht ausmachen. Oh Gott, und Olmecs Schatz, ja. Ach, mit dem Laden auf einer Höhe. So wie ich es mir nicht gerne wünsche. Gut, okay, wir holen uns mal. Wir holen uns mal das. Oh, es war die Nerdbrille. Na gut, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Geld für irgendwas. 2-2. Wir möchten auf jeden Fall mal noch ein paar Bomben. Das können wir uns jetzt leisten. So, nimm dir mal die. Danke. Da komme ich nicht lang, da komme ich überall nicht lang. Da ist schon wieder ein Herz. Die werden uns hier hinterhergeschmissen. Das macht mir eigentlich irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich möchte... Das war blöd. Möchte ich hier unten noch was machen? Ich glaube nicht. Dann muss ich das Geld leider jetzt so lassen, wie es war. Schade. Naja, was soll's. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Herz bekommen. Vielleicht läuft der Run ja wirklich besser. Ha! Ich weiß nicht, wo da das Indiz dafür war, aber... Man darf ja noch hoffen. Wenn wir gut sind, bekommen wir jetzt auch bald die richtige Horus-Brille. Ich möchte mal kurz noch nach hier rechts schauen. Weil es kann ja sein, dass der Schlüssel hier irgendwo liegt. Hoffentlich liegt... Da ist er. Man kommt von... Da unten lang. Moment, ich bin überfordert. Ach, bin ich jetzt vor dieser blöden Maus erschrocken? Oh mein Gott! Das wollte ich nicht. Achso, die Fledermaus kommt natürlich jetzt von alleine wieder nicht hier runter. So. Gut, das lief natürlich alles nach Plan, aber dadurch, dass wir ja noch...
Das ist richtig cool. Okay, gut. Cool, schön. Viele Bomben für uns und wir haben gleich den Schlüssel. So. Oh, und da ist noch ein Laden. Ah, da hat nur Quincy oder wie auch immer er hier heißen mag. Das ist natürlich Mist. Und die Brille bringt uns natürlich wirklich null. Also ich meine, die war ja jetzt ganz nett, um mal durch den Boden zu gucken, bis wir das Horus-Auge gekriegt haben, was genau das gleiche macht, nur noch mehr. Toll. So, Olmecs Schatz. Ja, du kommst mal mit. Ich möchte dich hier absetzen, du gehst gleich ins Aus, bitte. Wo ist denn der Laden? Huch! Okay, das war schon fast zu riskant. Schaffe ich es schnell genug, den Schatz zu nehmen und hier runter zu rennen, um rauszurennen, damit der Stein quasi nicht so weit kommt? Man muss es testen, ne? Ja. Ha, sehr schön. Oh, das heißt, die Ladenbesitzer sind nicht sauer auf uns und wir haben sehr viel Geld. Ach, und es gibt die Riesenspinnen. Ja, geil. So möchte ich das. Ach, du Schande. Ist hier drüben... Na, ich glaube, da kann ich drauf pfeifen. Ach je. Ach ja, ach, mehr ging ja wohl auch nicht mehr. Ah, das lasse ich lieber sein. Komm mal her. Gut. Ah, das war falsch. Aber wir haben wenigstens die klebrige Paste bekommen. Ich möchte was testen. Ja, sehr gut. Wir kommen hier durch. Locker sogar. Ah, ist das cool. Okay. Mach mal das Netz bitte ganz vorsichtig weg. Ich möchte nicht an diese Spinne kommen. Also nicht, in dem Sinne, dass es mir wehtut. Ich habe Angst, was das ist. Es hat mir nichts getan. Okay, es könnte gut sein. Ah. Okay, haben wir hier oben was, was wir wollen, dass die Frau... Nein, das ist gar nicht die Frau. Da ist eine Kiste. Aufwärts, ja. Okay, ich dachte jetzt schon, das bleibt im Netz hängen eingerollt, wie es war. Das wäre bitter gewesen. Bomben. Na, ich hätte gehofft, es kommen Seile raus. Jetzt haben wir nur noch zwei Seile. Ich sollte im nächsten Laden dringend welche kaufen. Okay, aber bis jetzt... Oh, da ist noch eine Kiste. Vielleicht habe ich Glück. Wie mache ich ein... Moment. Ich möchte erstmal die Seile hier wegmachen. Also die Netze, meine ich. So, dann möchte ich die Falle hier aktivieren. Danke. So. Sehr gut. Ach, das macht keinen Schaden. Das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Okay, wir haben es geschafft, Wir haben ziemlich viele Bomben im Moment. Na, da möchte ich jetzt nochmal warten, bis er runter... Die macht das gar nicht. Das finde ich nicht okay. Gut, wir ignorieren das mal. Das war knapp. Ich glaube, ich möchte trotzdem nochmal da ein bisschen Rabatz machen. Ich möchte doch wenigstens das Geld mitnehmen, was man wirklich leicht erreichen kann. Ja, weg mit dem. Da hat mich ganz schön genervt. So, und wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren, weil sonst setzt mir sicher gleich wieder eiskalt den Rücken runter. Weg mit dem. Weg mit dem. So, wo ist denn die Tür? Nicht da. Das möchte ich bitte haben. Oh mein Gott. Ja, das hat zwar funktioniert, aber... Okay. Okay, so, da oben ist nichts, was ich will. Leute. Knappe Sache, aber wir sind zumindest schon mal so weit gekommen, dass wir vielleicht zum Schwarzmarkt können. Wir haben eine Menge Bomben und wir haben Geld. Das wird ja immer besser. Ja, das ist wunderschön, so wie es gerade ist. Ach du Schande. Da ist ein Ash-Ding, das heißt, da ist definitiv die Schrotflinte drin. Okay, was ist denn hier unten? Nichts. Okay. Ach nee, ich kann hier durchspringen, ne? Ja. Bis darüber, danke. Vorsichtig nach unten. Ja, das ist sehr gut. Okay, gut. Wenn sich die Gegner selber besiegen, habe ich da nichts dagegen. Ich werde wahrscheinlich auch nicht den Totenschädel mitnehmen, auch wenn die Toten Rastus sind. Das bietet sich zwar hier an, aber... Oh mein Gott, was geht mit dir?
Das habe ich ganz vergessen, dass es hier auch sowas gibt. Verwandel dich mal, um Gottes Willen. Gut. Gut, dann nehme ich das mit. Danke für das Cape. Okay. Das ist unglaublich. Ich möchte hier wirklich keinen Fehler machen. Zumal wir ja nur einen Versuch für hier haben. Also, gefährlich. Gut. Holy, meine Güte. Aber wir haben schon wieder das Cape bekommen. Okay. Hier sind keine Gegner drin, wie es aussieht. Schnappen wir uns mal das. Da war nichts. Und ein bisschen Geld. Damit kann ich, ich wollte es eigentlich aufheben, übrigens. Ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen, dass ich das wollte. Boah, das war gerade irgendwie mehr Glück als Verstand. Gut, man kriegt also keinen Schaden durch die Stacheln, wenn man noch blinkt. Wow. Oh oh. Das habe ich mir jetzt denken können. Ach, Dreck. Ach, du Schande. Und da hat so schöne Items dort. Aha. Na gut, dann machen wir das mal anders. Wir springen erstmal die blöde Falle weg. Ich habe das Gefühl, wir können hier schön durchschießen. Jawohl. So, wenn die eh schon sauer auf uns sind, ich meine, ne, dann kann es mir auch vollkommen gleich sein. Der da unten macht, glaube ich, keinen richtigen Stress mehr. Also ist mir das auch egal. Wir lassen uns mal sachte herunter. Ach, man sieht jetzt, was da drin ist in den Kisten. Es ist tatsächlich nur Geld. Gut, dann nutze ich da auch fürs ja wirklich nicht. Danke. Es sind sogar... Der Bumerang war da schon immer im Dschungel verbuddelt. Das ist ja verrückt. Ich gehe einfach mal weiter. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Jetzt, wo der Frosch beim Laden explodiert ist und die alle sauer auf uns sind. Kann dieser Run ganz schnell vorbei sein. Und zwar immer, wenn wir raus wollen. Okay, ich habe irgendwas weggesprengt. Aber mir kann das jetzt auch egal sein. Weil ich kann niemanden mehr sauer auf mich machen. Also nicht sauerer als gedacht. Wir kommen nicht mehr in den Schwarzmarkt. Also das heißt, wir kommen schon rein, aber ich glaube, das wollen wir so gar nicht. In der Form. Komm mal hoch, Frosch. Na, komm noch mal hoch. Ja, so geht's auch. Ah, möchten wir wirklich noch in den Schwarzmarkt? Ich meine, letzten Endes, unser Jetpack würde jetzt nichts mehr kosten. Außer vielleicht unser Leben, je nachdem. Das könnte schon blöd enden. Okay, vorsichtig. Ja, bam, bam. Gut, wir haben die Sprungstiefel bekommen, nachdem wir uns nochmal haben treffen lassen. Ah, nervig. So, wie sieht's aus mit, Schwarzmarkt? Irgendwo? Ich wollte eigentlich... Danke. Jawohl, Seile, danke. Eigentlich brauche ich jetzt auch gar kein Geld mehr sammeln, fällt mir ein, weil ich meine, wir können es nicht mehr ausgeben. Oder gibt es noch irgendwo einen geheimen Laden? Es hat geblinkt. Wo? Da rechts oben. Wie komme ich denn da hin? Übers Wasser. Das ist wirklich sehr schwachsinnig, was ich gerade vorhabe, aber... Nee, da komme ich gar nicht durch. Moment, ich muss das anders machen. Erstmal Wasser raus. Danke. Weil ohne das Wasser kann ich nämlich wenigstens hier problemlos durch. So, erstmal das auf. Das ist doch schön. So, und hier ist der Schwarzmarkt. Das dachte ich mir. Leute. Ach, da unten ist der Schwarzmarkt. Okay. Ich hab's mir wenigstens denken können, wo es war. Ich mach das mal ganz vorsichtig. Ja, hab den Durchgang nicht aufgemacht. Das nehme ich noch mit. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht. Und in den Schwarzmarkt. Leute, das wird krank und nicht schön. Ich habe echt Angst. Wir kommen auf dem Schwarzmarkt. So. Ich möchte... erstmal kurz hier eine Bombe legen. Ja, genau so. Okay, wir warten mal noch. Der muss weg. Der muss unbedingt weg. Der darf sich da nicht festhängen, sonst habe ich ein Problem. Ich muss nämlich genau da eine Bombe hinlegen, wo der jetzt immer dagegen schießt. Weil dann habe ich nämlich eine Ebene zu diesem Loch zum
laden und dann kann ich die anderen da umschießen. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Oh Gott! Die Grundidee war ja gar nicht schlecht. Au, 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 au. Kommt, übertreibt mal eure Rolle nicht. Ah, naja, was soll's. Es war ganz nett. So knapp vom Ziel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wenn wir vielleicht nicht den Zorn aller Ladenbesitzer auf uns setzen, möglicherweise, dann spielen wir auch den Roboter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Elik. Bye.